Wissenschaftlerin, die schon 13 Jahre an dem Institut war, ebenfalls. Er musste alle seine Unterlagen abgeben, bekam Kommunikationsverbot mit seinen Kollegen und sollte nicht mehr über dieses Thema sprechen dürfen und so weiter. Und es hat ihn dann später insgesamt 5 Jahre gekostet und einen Herzinfarkt, also mindestens einen, um herauszufinden, dann, was da gelaufen war. Bei seinem Institutsleiter hatte Tony Blair, der englische Premierminister, angerufen. Und der Institutsleiter hat dann Angst bekommen, dass es noch schlimmer kommen könnte, wenn er seinen Wissenschaftler da jetzt nicht rausschmeißt, weil dann Regierungsgelder gestrichen werden könnten und vielleicht seine Stellung gefährdet sein könnte und so weiter. Also ist er in die Knie gegangen und hat das gemacht, was Tony Blair gesagt hat. Von wem aber hatte Tony Blair einen Anruf bekommen? Von Bill Clinton. Und wie man dann am Ende auch noch herausfand, von wem hatte Bill Clinton einen Anruf bekommen? Von Monsanto. Und das lief innerhalb von 48 Stunden, lief die Telefonkette durch. So, das ist das Spiel, das gespielt wird. Wir sehen, wie tief wir drinstecken. Herr Dr. Lange, wir sollten vielleicht bald mal auf ein paar Sachen eingehen, was wir noch tun können. Denn es ist ja so, die Zeit ist knapp. Das muss man ganz deutlich Die sagen. Zeit ist knapp. Wie viel Zeit? Die Zeit, ach, die Nicht Zeit unsere, also hier ist beide auch Zeiten. knapp. Ja. Unsere Und die Zeit ist ist auch auch ein bisschen knapp. knapp. Ja. Ja. Zweimal. Denn es wird ja, die ganze Geschichte wird ja offenbar planmäßig an unserem Bewusstsein vorbeigeschleust. Das ist ja ganz offenbar Bestandteil des Plans. Wir sollen es nicht mitkriegen, wenn wir es wüssten, dann wäre schon viel mehr los in Europa oder auf der Welt. Vielleicht sollten wir ganz kurz wirklich in einer Minute erwähnen, dass die EU-Kommission auch die Grenzwerte für Pestizide höher setzen möchte. Ja. Und dann gleich mit der Folgefrage, wer stellt die Pestizide her und wer stellt dann die Medikamente her, die wir anschließend brauchen? Ja, auch wieder. Im Grunde kann man dem schon fast nichts mehr hinzufügen. Das war schon ganz präzise. Ich erläutere es gleich noch ein bisschen gesagt. Ja, Pestizide sind ja ein großes Geschäft für die Chemie- und Pharmaindustrie. Davon will man ordentlich viel verkaufen. Klare Sache. Und deswegen ist ihnen natürlich ist ein Grund, warum ihnen die biologische Landwirtschaft ein Dorn im Auge ist, das senkt den Pestizidabsatz schlecht. Und auch den Absatz von Medikamenten in der Tiermedizin auch schlecht. Und zu niedrige Rückstandswerte sind auch schlecht, das senkt auch den Pestizidabsatz. Was die eine Unterkommission in dem Codex Alimentarius Gebilde, Geschwür, könnte man schon fast sagen, tut, die ist dabei zu arbeiten, die Grenzwerte für bestimmte Pestizide höher zu setzen, als wir sie im Moment haben. Was die auch nicht tun, die untersuchen nicht Wechselwirkungen zwischen Pestiziden. Da gibt es Untersuchungen zwar ganz gute, teilweise in Bezug auf ein Pestizid, wie der Grenzwert da sein soll. Grenzwerte sind sowieso so eine Sache in meinen Augen. Aber dann gibt es eine Untersuchung in Bezug auf ein anderes Pestizid und so weiter. Aber nie, was für Wirkungen gibt es durch die Kombination von Pestizidrückständen im menschlichen Körper auf die Dauer. Die Chemie- und Pharmaindustrie weiß das eigentlich ziemlich genau, die sind ja auch nicht blöd. Und auf jeden Fall sind sie sich auch über eins im Klaren, das wird letztendlich die Anzahl der Kunden, der Abnehmer für Arzneimittel, die Anzahl der Patienten erhöhen, weil diese Rückstände Krankheiten erzeugen. Das ist also ein entscheidender Zusammenhang. Also gleich in mehreren Beziehungen steht wieder die Pharma- und Chemieindustrie gut da, wenn man nur die Pestizidgrenzwerte hochsetzt. In mehrfacher Hinsicht wird dadurch das Geschäft gefördert. Es ist immer so, die arbeiten ja Hand in Hand. Die Lebensmittelindustrie, die großen Lebensmittelindustriebetriebe, die Biotechnikkonzerne, und die Chemie- und Pharmaindustrie, das ist teilweise sowieso alles in einer Hand, aber das sind die Nutznießer dieses ganzen Programmes. Beim Stichwort Grenzwerte fiel mir gerade persönliche Erfahrung ein. Bei uns, wo ich arbeite, wurden DECT-Telefone für die Mitarbeiter eingeführt, für die technischen Mitarbeiter. Und ich bin damals Sturm gelaufen wegen Strahlenbelastung und sowas. Und neben mir saß in der Diskussion der hessische Strahlenschutzbeauftragte. Da ging es um Grenzwerte. Und der sagte mir: Wissen Sie, Herr Eckert, Grenzwerte werden ausgehandelt wie Lohnerhöhungen. Stimmt. Kann man so stehen lassen. Kann man absolut stehen lassen. Und ja, auch im Bereich der Grenzwerte von irgendwelchen Pestiziden im Wasser muss man auch dazu sagen, wenn Sie so einen Grenzwert haben von zum Beispiel einem Mikrogramm, das ist also ein Tausendstel Gramm einer Substanz, Milligramm, Tausendstel Mikrogramm, Millionstel Gramm einer Substanz,
scheint ja nicht so viel zu sein, aber ein Millionstel Gramm einer Substanz sind immerhin noch etwa eine Billion Moleküle, eine Billiarde Moleküle sogar, Rechenfehler. Eine Billiarde Moleküle, ein Mikrogramm einer Substanz. Und jeder, der sich näher mit dem Thema beschäftigt hat, auch zum Beispiel mit der Homöopathie, unter anderem weiß, dass man sogar mit wenigen Molekülen oder überhaupt nur einer Substanzinformation eine erhebliche Wirkung erzielen kann. Also, wenn dann der Grenzwert von einem Millionstel Gramm unterschritten wird, kann man offiziell behaupten, diese Substanz ist nicht in dem Trinkwasser enthalten, aber es sind immer noch fast eine Billiarde Moleküle dieser Substanz. Genau. Das Stichwort Information. Das Stichwort Information ist ja auch ganz entscheidend. Ne? Ja. Wenn wir sind uns all dessen bewusst, dass mit der Nahrung nicht bloß die physische gemeint ist, dass der seelische Haushalt eines Menschen, die Gedanken, Gefühle, mit denen man isst, mit denen man lebt, entscheidenden Einfluss auf die Gesundheit hat. Absolut, ja. Nur wir konzentrieren uns jetzt hier halt auf die physischen Zusammenhänge des Kodex, deswegen können wir da nicht näher drauf eingehen. Ja, das ist dann wieder ein anderes, wenn auch sehr wichtiges Thema, aber ja, können wir jetzt hier nicht klar. Ja. Gut, letzte Frage, was können wir tun? Wir haben gesehen, kaum jemand weiß von diesem Dokument, ein Zuschauer ausgeschlossen, es werden immer mehr, die davon wissen, glücklicherweise verbreitet sich's. Aber was haben wir eigentlich für Möglichkeiten in der Hand? Wir haben im Prinzip, es kommt immer nur auf die eigene Denkweise an, meines Erachtens eigentlich jede Möglichkeit in der Hand. Das Schlimmste ist, dass wenn man denkt, und nun renne ich ja hier auf der Türen ein, wenn man denkt, man kann sowieso nichts machen. Man ist ja nur so ein kleines Licht. So, auf dieser Voraussetzung, ich selber habe, das ist eine Sache, das sage ich gleich noch. Erstmal vorweg, was man machen kann. Man muss die Information verbreiten. Es ist viel zu wenig bekannt. Die meisten Menschen wissen überhaupt nicht darüber Bescheid, was da im Hintergrund läuft. Sollen auch nicht. Man soll es gar nicht wissen, damit man es vielleicht dann erfährt oder selbst dann noch nicht mal, wenn es zu spät ist. Das heißt also, diese Information verbreiten an Mitmenschen. Ich kann gerne entsprechende Materialien, die geeignet sind, zur Verfügung stellen, aus denen man sich dann selber was zusammenstellen kann. Dann Druck mit den entsprechenden Informationen auf Politiker auszuüben, bevor man das tut, sie aber erstmal zu informieren. Selbst die meisten Politiker haben überhaupt keine Ahnung, was da gespielt wird. Das wissen die einfach nicht. Die verstehen das überhaupt nicht, was da läuft. Das machen diese Experten von Codex Alimentarius, die machen das schon richtig. Ist ja für den Verbraucherschutz wunderbar. So, also das. Nicht nur Mitmenschen informieren, Politiker auch entsprechend unter Druck setzen, dass die was tun. Je mehr Leute das tun, desto eher bewegen die sich, weil die Angst haben, nicht wiedergewählt zu werden. Vielleicht in dem Zusammenhang, wir sollten auch in unsere eigenen Abgeordneten rangehen, also die vom eigenen Wahlkreis. Was glauben Sie, wie viele Briefe und Petitionen die Merkel jeden Tag kriegt? Ich meine, egal, was man über sie denkt oder über unseren Regierungsapparat. Ja. Aber es ist für einen Menschen unmöglich, sich mit jedem einzelnen Brief zu beschäftigen, mit jeder Petition, die da ankommt. Ja. Aber die Abgeordneten aus den eigenen Wahlkreisen, sage ich mal, die wissen mit Sicherheit auch ganz oft überhaupt noch nicht Bescheid über das, was da wirklich läuft. So wurde ja der EU-Vertrag unterschrieben. Die haben sie alle nicht gelesen. Die wussten ja gar nicht, was drinsteht. Die wussten gar nicht, was drinsteht. Ja. Und die wissen oft gar nicht, was sie eigentlich verabschieden mit ihrem Handzeichen im Bundestag. Sie sagen halt, ja, Fraktionszwang. Jemand hat ihnen gesagt, mach das, das ist gut. Ja, das sonst ist gut. Nicht mehr auf der Und Liste. Und wenn der das sagt, dann stimmt das auch. Genau. Ja. Und deswegen ist es entscheidend, dass wir da Kontakt aufnehmen. Habe ich ja auch alles selber schon erlebt. Das funktioniert nicht immer. Man wird auch nicht immer gehört. Aber ich sage einfach, ich möchte es ergänzen, was Sie sagen, die Verbreitung von Informationen ist das Entscheidende an erster Stelle, denn es wissen noch zu wenige. Es wissen viel zu wenige. Und der zweite Schritt wäre eben nicht nur darüber zu wissen, denn viele geben sich damit zufrieden, Dinge zu lesen, zu wissen, einen neuesten Film aus dem Internet zu haben, eine DVD zu kopieren und weiterzugeben und wieder ein tolles Buch zu empfehlen. Aber das reicht nicht. Wir reden praktisch nur am Stammtisch oder untereinander. Ja, da sagt Nachbarn. Man zum Beispiel auf gut Deutsch, guck mal, das ist doch wirklich scheiße. Genau, und jetzt trinkt man Bier. Und das sagt der andere dann auch, dann geht man nach Hause und dann hat man wieder was Vernünftiges besprochen und fühlt sich gut. Ja. Und das kennt man ja auch. Ich persönlich sehe eine der größten Schwierigkeiten überhaupt in unserer Situation, wirklich die Trägheit eines riesigen Teils der Menschheit. Ja. Ja, ich sage jetzt mal Anwesende ausgenommen, aber es ist, wer tut was? Reden ist eine Sache und tun ist was anderes. Ja, und dass man nicht gerne Bösartigkeit ins Auge schaut, das ist also auch noch ein wichtiger Punkt. Oh, ja. Man möchte das am liebsten nicht wahrhaben. Genau. Man möchte am liebsten nicht, dass es tatsächlich solche Leute geben soll, die Anzahl von Menschen auf diesem Planeten verringern wollen, zur Gentechnik nochmal eingestreut. Man hat schon, das wurde dann erstmal aber wieder unter den Teppich gekehrt, in den USA ein Gentechnikunternehmen
bestimmte landwirtschaftliche Produkte entwickelt. Wenn man die isst, sind die spermaabtötend. Auch solche Sachen. Man kann also praktisch durch Ernährung Bevölkerungskontrolle betreiben und so weiter. Das nur mal nebenbei. Und Jetzt erzählen Sie das mal Ihrem Nachbarn, das glaube ich nicht. Ja, das ist dann die Reaktion. Aber es ist aber das ist tatsächlich, drängend, es das ist Problem. drängend und es soll in Kraft treten. Ja. Was wir vor Ort noch tun können, ist natürlich beim Biobauern kaufen, die eigenen Einkaufsgewohnheiten überprüfen. Kaufe ich Nutella oder kaufe ich sie eben nicht? Ja, solche Sachen. Gehe ich zum Bauer, versuche ihm Mut zu machen, umzusteigen auf die Ökolandwirtschaft, trotz der ganzen Probleme, die es gibt. Mobilisiere ich meine Bekannten, Freunde, Nachbarn, gehe ich wirklich hin und tu was. Und was ich mir einfach vorgenommen habe für heute, ist aufs deutsche Grundgesetz zu vermeiden, zu verweisen. Vermeiden. Okay, anderes Thema. Nein, aufs deutsche Grundgesetz zu verweisen. Da stehen zwei ganz wesentliche Sachen drin. Erstens mal, alle Macht geht vom Volke aus, was ja heute im Prinzip auch schon sehr zu hinterfragen ist. Und das Zweite ist, es steht drin, jeder Deutsche hat das Recht zum Widerstand gegen alle, die diese Ordnung versuchen zu beseitigen. Das heißt, das Recht zum Widerstand ist verbrieft, es ist sogar legal. Und ich rufe hier zu gar nichts Bestimmtem auf. Ja? Aber es ist so, dass wir das Recht zum Widerstand haben gegen alle, die versuchen, uns die Lebensgrundlage, die Grundlagen eines guten, geregelten, natürlichen Lebens zu entziehen, haben. Wir haben das Recht. Ich möchte es einfach erwähnen, denn es ist Zeit, dass wir das Recht nutzen. Ja, Ja, absolut. und man kann natürlich auch selber Nahrung anbauen. Ne? Das geht Das eventuell geht auch, auch. wenn man sich ein bisschen reinhängt. Und darüber hinaus eben, denke ich, muss man etwas tun, um diese internationalen Entwicklungen aufzuhalten, daran zu arbeiten. Das klingt ein bisschen wie David gegen Goliath vielleicht. Aber man will ja folgende Situation vermeiden, dass wenn man nationalen Widerstand leistet, dass dann die Polizei der eigenen Nation gegen einen vorgeht, nur weil die Regierung nicht hohe Handelsstrafen an die Welthandelsorganisation zahlen will. Um das zu vermeiden, hält sie ihre eigene Bevölkerung unter Kontrolle. Und insofern muss man natürlich, denke ich, auch etwas tun über diese Dinge hinaus, die total wichtig sind, um international etwas zu tun. Ich habe, das wollte ich am Anfang sagen, habe ich auf jetzt verschoben, im Jahr 2005 gegründet in Los Angeles ein Institut, das haben Sie am Anfang erwähnt, Weltinstitut für natürliche Gesundheitswissenschaften, Abkürzung WINHS, World Institute of Natural Health Sciences in Los Angeles. Es gibt auch eine Website, winhs.org. Mit einigen anderen Wissenschaftlern zusammen, mit einigen Public Relations Fachleuten, das ist ja auch ein Fachgebiet für sich, das kann man ja nicht einfach so, bloß weil man mal was drüber gehört hat, wo mit verschiedenen Maßnahmen daran gearbeitet wird, etwas an dem Problem zu tun. Aber wir tun etwas dafür, World Institute of Natural Health Sciences, um das einzudämmen und haben auch schon Teilerfolge erreicht. Wie gesagt, einiges davon ist einfach nicht öffentlich kundtubar. Wichtig ist zu sehen, wir können was tun, wir vertrauen unsere Kraft, wir müssen unsere Kraft vertrauen und ich glaube, wir sind perfekt im Zeitplan. Ja. Dann darf ich mich ganz herzlich für das Gespräch bedanken. Ich glaube, Sie wollten noch ein Buch in die Kamera halten, das Sie Ja, empfehlen aber ich wollten. weiß nicht, ob ich das noch kann. Kann ich noch Das geht ein noch, Buch? gut. Das ist ein Buch, das ich, falls Sie es nicht kennen, jedem von Ihnen sehr empfehlen kann. Saat der Zerstörung. Bezeichneterweise von einem Amerikaner recherchiert, William Engdahl. Im Kopf Verlag erschienen. Sehr gut recherchiert. Gut, Mit Quellenangaben. dann lesen wir es und dann tun wir was. Herzlichen Dank, Herr Dr. Lange. Ja, und danke auch Ihnen, Herr Kerk.